Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part des Let's Plays The Witcher 3 Wild Hunt. Im letzten Part sind wir stehen geblieben bei Hurensohn und seinem Versteck und so und haben ihn aufgespürt, haben herausgefunden, was bei ihm und Ciri, also zwischen den beiden, vorgefallen ist. Und natürlich wollen wir jetzt noch wissen, was denn mit aus Dudu geworden ist. Wobei man schon gesehen hat in der Sequenz, dass er sich in Hurensohn verwandelt hat, um abzuhauen. Naja, man sieht sich. Wir gucken jetzt, was Dudu zugestoßen ist. Nach Hurensohn. Dudu, was ist mit ihm passiert? Was weiß denn ich? Der Arsch ist auf und davon. Du musst es ja auch. Wie vom Erdboden verschluckt. Was ist mit der Frau passiert? Ich hab keinen blassen Schimmer. Einer der Jungs, er hat sie am Rücken erwischt. Aber sie lebt noch, ich schwör's. Sonst noch irgendwas? Ich hab dir alles erzählt, was ich weiß. Alles. Du hast dem Mädchen wehgetan, das ich suche. Hast ihren Freund gefoltert. Sie hat angegriffen. Ich darf mich doch verteidigen. Ich bitte dich. Ich habe meine Strafe bekommen. Gnade. Bitte. Es tut mir leid, aber nicht in dieser Angelegenheit. Du hast jetzt noch die Dreistigkeit gehabt, mir zu sagen, dass einer deiner Jungs am Rücken verletzt hat? Auf deinen Geheiß, Junge? Du bist genauso schuldig wie der, der es getan hat, Junge. Ich sage dir, wie die Dinge stehen. Ich suche dieses Mädchen, weil sie wie eine Tochter für mich ist. Oh ja. Und darum kann ich dir das nicht durchgehen lassen. Nein! Tja. Hurensohn ist des Todes. Das muss man auch nicht mehr anmachen. Ey, nee. Schon nur dafür musste ich ihn einfach nur töten. Jetzt muss ich schon wegen Dudu zu Priscilla und ja. Ich hoffe, jetzt habe ich die andere Quest noch. Oder auch nicht. Dann werde ich das offscreen dann nochmal machen. Werde ich dann offscreen noch zu Priscilla gehen. Und euch das natürlich auch noch reinschneiden. Du bist so gut wie tot. Ich so gut wie tot. Euer Boss ist tot. Leute. Lasst mich doch einfach gehen. Ihr habt doch sowieso keine Chance gegen mich. Ich muss hier nur noch wissen, wo ich hier durch muss, um rauszukommen. Der Rest ist im Kindergarten. Nicht euer Ernst. Ich würde mal sagen, was heißt da Fluch? Das ist ein... Das ist doch kein Fluch, Igni. Also nicht meines Erachtens. Ein Fluch ist für mich was ganz anderes. Ja, komm, du verlierst deinen Arm und stirbst auch instant. Und wie komme ich hier raus zur Hölle? Das würde mich jetzt noch tierisch brennend interessieren. Aber nun ja. Hallo? Muss ich die wirklich alle killen? Oh, der hat da auch keinen Kopf mehr. Wunderbar. Wow, ich darf endlich das Anwesen oder das Zeug hier verlassen. Du scheinst deine Angelegenheit geklärt zu haben. Zeit für deine Gegenleistung. Radovid wartet wohl nicht gerne. Ah, man merkt. Nein, tut er nicht. Komm mit. Aha.
Und wenn er jetzt warten die muss? Ochsenfurt Dreiberg. Einst das Kronjuwel der redanischen Flotte. Aber inzwischen stillgelegt. Schönes Schiff. Du musst deine Waffen abgeben, wenn ich dich an Bord lassen soll. Folge mir. Aha. Das Schiff wurde mit Spenden finanziert. Von Edelfrauen, Damen der größten Familien gaben ihren Schmuck. Ein spontaner Anflug von Patriotismus. Du bist ein heimatloser Wanderer. Du verstehst nicht, was es heißt, sein Land zu lieben. Will ich auch nicht. Ich liebe nicht mal mein Land. Ich meine, egal. Scheiß auf Länder. Es ist wichtig, dass es allgemein allen gut geht, aber ja, nee, nicht jeder sieht das so. Scheiß auf das sein eigenes Land. Da bist du ja. Wie kann ich euch dienen, Eure Majestät? Oh, nicht so förmlich, Geralt. Du hast noch nie ein Blatt vor den Mund genommen. Nun gut. Finde für lieber Eilert für mich. Das ist mein Wunsch. Ich habe einst befohlen, ihr die Augen auszustechen. Aber scheinbar hat das nichts gebracht. Meine Jäger haben Herren Eilhard östlich von Ochsenfurt aufgespürt. Sie scheint den Zugang zu ihrem Unterschlupf magisch versiegelt zu haben. Es dürfte nicht leicht sein, dir Zutritt zu verschaffen. Aber ich bin sicher, es wird dir gelingen. Bring sie mir. Lebend. Philippa Eilhard? Was will sie hier? Sie will wohl ihre alten Freundinnen wiederfinden, die Loge wieder versammeln. Vielleicht auch Rache üben an mir. Herrin Eilhard ist für ihre Hartnäckigkeit bekannt. Manchmal muss ich an den Unterricht bei ihr denken. Ihre Vorträge waren genauso einprägsam wie ihre Strafen. Sie war in ihrer Grausamkeit spitzfindig und geduldig. Ich habe ihr das Augenlicht genommen. Aber sie ist immer noch gefährlich. Sei lieber vorsichtig. Lasst mich darüber nachdenken. Aber nicht zu lange. Wir wollen nicht, dass Philippa ein weiteres Mal entkommt. Du kannst gehen. Keine Sorge. Wenn ich nicht will, dass die entkommt, dann kommt die mir auch nicht. Pass doch auf. Aber du kannst nicht erwarten, dass ich renne, wenn du sagst, spring. Oder renn. Danke. Danke vielmals. Ich habe noch nie so guten Stahl gesehen. Die Klinge ist gut, nicht wahr? Wichtig ist die Hand, die sie führt, nicht der Stahl. Oh ja. Der beste Stahl der Welt bringt nichts, wenn du nicht der richtige Mann dafür bist. Entschuldigung, Hexer Gerald von Riva? Aha, du bist? Nein, ein Händler aus Lyrien! Ja, was willst du? Ich habe eine Nachricht für dich. Warte mal, von wem? Lies sie, dann weißt du es. Okay, Nachricht von Triss, okay. Das machen wir natürlich auch gerade noch. Wenn ich denn mal da rauskomme. So. Wir müssen uns schnell wie möglich sprechen. Es ist wichtig. Triss Marigold. Yo. Von mir aus, wenn du denn drauf bestehst. Ich muss sie finden. Aha. Jetzt oder nie. Nun ist jetzt die Frage, wollen wir das wirklich schon angehen oder nicht? Haben wir jetzt nicht irgendwas Besseres, das wir noch machen können? Mit einem Stück zum Erfolg fehlgeschlagen. Hä? Das ist nur Hacker. Ach ja, das mit Hacker. Jo. Ist ein bisschen komisch. Aber man kann ihn auch... Ich habe einen älteren Spielstand geladen und konnte ihn trotzdem nicht mehr nehmen, ansprechen richtig. Ab dem Moment, ab dem ich Hurensohn das Verstecke im Alleingang betreten habe. Aber ja, so ist das halt nun mal.
Ich gehe lieber zu Philippa Eilhards Versteck oder so. Bringt mir meines Erachtens mehr, sofern denn hier gerade noch ein Schnellreisepunkt ist. Ja, es wäre gerade einer hier, wenn ich denn nicht so bekloppt gewesen wäre. Nun ja. Ich weiß nicht mit meiner Karte, aber ich und ohne Karte, das ist so. Ach, halt die Fresse. Es ist so, als wäre ein Elefant ohne Rüssel vor einem. Ja, klar. Ich zeige ihn mir erst 10 Minuten später an. Oder so. Ich weiß, übertrieben, aber hey. So. Jetzt geht's weiter. Wir müssen jetzt zu Estayer. Oder was, wie das auch immer genannt wird. Zum Glück geben ist immer gut, wenn man vorher schon fast überall war, einfach nur so als Neugierde und so. Dann ist man so ziemlich schnell da, wo man sein sollte. Seht ihr? Ja klar, ich will hier schon durch. Hier haben sie jetzt was ausgegraben. Hallo? Darf ich hier mit deinem reden? Weil dann kann ich eigentlich schon beenden. Gibt's ein Problem? Nicht nur eins. Es werden immer mehr und mehr. Aber was geht dich das an? Wer bist du? Ein Hexer. Ich löse Probleme. Geralt von Riva. Hexer. Dradovid hat mich geschickt. Ach, du bist das. Wir haben dich schon erwartet. Klingt ja nicht gerade begeistert. Was erwartest du denn? Wir haben die halbe Arbeit erledigt. Dann tauchst du auf und holst dir den ganzen Ruhm? Ich habe gehört, dass ihr nicht reingekommen seid. Bis gestern. Da haben wir diese Kachel gefunden. Sieht zwar gewöhnlich aus, besitzt aber irgendeine Kraft. Sie öffnet den Eingang. Großartig. Ich hätte sie gern, wenn es dir nichts ausmacht. Hier, erstick dran, du Idiot. Denkt ihr, dass Philippa immer noch drin ist? Das wissen wir nicht. Sicher ist nur, dass sie irgendwann dort war. Sicher? Was soll das heißen? Wir sind seit Lokmuin hinter ihr her. Dir die Augen auszustechen hat nicht gereicht. Dadurch hätte sie an Ort und Stelle ausweiten sollen. Jedenfalls hat sie sich in eine Eule verwandelt und ist geflohen. Sie ist durch Kedwin und Redanien geflogen und hat sich hier versteckt. Was erwartet mich da drin? Alles Mögliche. Das ist ein alter Tempel der Elfen. Die Hexe Eilhard hat ihn zu ihrem Versteck gemacht. Die Männer da sind in eine magische Falle geraten und wurden dann von Monstern angegriffen. Haben es kaum rausgeschafft. Sind noch mehr Leute von dir unten? Ungefähr ein Dutzend ist rein und nur die sind wieder rausgekommen. Der Rest ist bestimmt tot. Naja, kann passieren. Wenn ich aufpasse. Ich sollte nachsehen, ob Philippa noch da drin ist. Aber rechne nicht damit, dass jemand kommt, um deine Leiche zu holen. Wir und sterben. Das denke ich eher weniger. Aber was in dieser Höhle in Philippa Eilhards Versteck zu finden ist, werden wir im nächsten Part angehen, wenn es wieder heißt Witcher 3 Wild Hunt. Tödle.